Name ist Dozent Dr. Johannes Matthiasek. Ich bin Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Meine Ordinationen betreibe ich in Wien am Kärntnerring und in Schladming. Mich hat schon während des Studiums sehr die Chirurgie interessiert, sodass ich dann nach dem Studium sehr rasch in ein chirurgisches Fach gegangen bin. Habe da mit der Ausbildung für Allgemeinchirurgie begonnen und habe während dieser Ausbildung dann rasch entdeckt, dass ich mehr Richtung Ästhetik machen möchte und auch Richtung feinchirurgischer Tätigkeit gehen möchte und bin dann so in die plastische Chirurgie gekommen. Das Faszinierende an der plastischen Chirurgie, am Fach der plastischen Chirurgie, ist, dass es so vielfältig ist, dass man größere Operationen, aber auch sehr feinchirurgische und auch kleinere Operationen hat und das breite Gebiet der ästhetischen Medizin inkludiert hat. Die wichtigsten Eckpfeiler meiner Ausbildung waren sicherlich das Studium in Wien. Dann habe ich begonnen mit meiner chirurgischen Ausbildung an der Universitätsklinik am Wiener AKH und bin dann für 3 Jahre nach Innsbruck gegangen an die Universitätsklinik für plastische Chirurgie. Danach bin ich wiederum zurück ins Wilhelminenspital, habe dort die Ausbildung fertig gemacht und war dann danach 6 Jahre als Facharzt für plastische Chirurgie, Oberarzt im St. Josef Krankenhaus tätig. Parallel dazu habe ich meine Ordination aufgebaut, in der wir jetzt sitzen. Zu meinen Spezialgebieten zählen die Brustchirurgie, die körperformende Chirurgie, sei es Fettabsaugungen, sei es Straffungen am ganzen Körper und Eingriffe im Gesichtsbereich, hier wiederum nicht chirurgische Methoden aus der ästhetischen Medizin wie Botox-Fillerbehandlungen, aber auch chirurgische Behandlungen wie Lidstraffungen und Facelift. Um das Ergebnis einer Brustvergrößerung vorab simulieren zu können, machen wir bei jeder Patientin in der Ordination im Rahmen des Beratungsgesprächs eine 3D-Simulation, wodurch sich die Patientin dann die neue Brust sehr gut auch mittels VR-Brille an sich selbst bereits vorstellen kann und so auch sagen kann, ob das Implantat, das wir hier wählen, eher zu groß, zu klein ist und wir auf diesem Weg dann die richtige Implantatgröße finden. Um hartnäckige Fettdepots reduzieren zu können, muss man unterscheiden zwischen minimalinvasiven, nicht chirurgischen Methoden oder einer chirurgischen Fettabsaugung. Man kann heutzutage mittels Kryolipolyse diese Fettdepots gezielt wegfrieren, sodass ich in einer Behandlung, die ca. eine Stunde dauert, ca. 20-30% des bestehenden Fettgewebes reduzieren kann. Vorteil ist, ich habe keine Ausfallzeit, kann danach meiner gewohnten Tätigkeit nachgehen und brauche auch die Wochen danach mich nicht speziell schonen. Hat man größere, breiter angelegte Fettansammlungen, ist auf jeden Fall die Fettabsaugung Mittel der Wahl, die wir in Vollnarkose oder auch in Dämmerschlaf durchführen können. Hier sollte man nach der Operation 4-6 Wochen eine Kompressionswäsche tragen. Im Gesichtsbereich haben wir eine sehr breite Palette an minimalinvasiven Behandlungen. Sowohl Botox als auch Filler oder Fadenlift in Radiofrequenz können eine deutliche Optimierung des Gesichtsbereichs erzeugen. Alternativ kann man natürlich immer eine Lidstraffung durchführen oder wenn die minimalinvasiven Methoden nicht mehr ausreichend sein sollten, dann ein Facelift. Die typischen Behandlungen bei Männern sind Botox-Behandlungen, Fettabsaugungen, Lidstraffungen, aber auch die Behandlung der Gynäkomastie, also der zu großen Brust. Meine Philosophie ist, dass man die Natürlichkeit auf jeden Fall bewahren muss. Das heißt, dass wir keine unnatürlichen Operationen, keine unnatürlichen Behandlungen durchführen. Einen guten plastischen Chirurgen zeichnet meiner Meinung nach das chirurgische Talent auf jeden Fall aus, aber auch die Fähigkeit, manche Eingriffe, die vielleicht dann zu unnatürlichen Ergebnissen führen würden, abzulehnen und das auch mit den Patientinnen und Patienten ganz klar zu besprechen.